Willkommen zurück im Interviewzelt. Wir sind wieder nicht alleine hier. Wir sind hier gerade mit Paula Carolina. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, Dankeschön. Dass du da bist. Ich habe letztens über dich was gelesen. Und zwar Paula Carolina, die Nachwuchsikone. Das war, wir haben auf dem Pfingstrock gespielt in Herzberg, glaube ich, oder? Kann gut sein, ja. Und da hat, ein älterer Herr kam und hat ein Interview mit mir machen wollen für so ein Lokalfernsehen. Mhm. Und dann habe ich da das Interview gesehen und er meinte, die neue Nachwuchsikone des Rock, meinte er, glaube ich, auch, das die Rockkünstlerin. Wie fühlt sich das an, so genannt zu werden? Ich habe gelacht. Gelacht? Ja, es ist ein witziges Wort, oder nicht? Mhm. Haben wir denn mittlerweile noch Ikonen? Ich weiß es nicht. Können wir das überhaupt noch haben? Es gibt so viel Angebot. Stimmt auch. Aber es ist doch toll, so genannt zu werden. Also ich würde auf jeden Fall gerne eine Nachwuchsikone, falls die Person zuschaut, dankeschön. Vielleicht gibt es da dann so einen neuen Award, Nachwuchsikone. Ja, mach das doch mal bei Alex. Ja, wir sollten es uns überlegen. Das wäre ich gern dann. Also da, nächstes Mal habt ihr dann so eine kleine Trophäe dabei. Ja, Mann. Ja, voll. Magst du mal kurz erzählen, wie du eigentlich zur Musik gekommen bist? Wie so aus der jungen Paula Carolina, die jetzige Künstlerin geworden ist? Oh, da muss ich ordentlich ausholen. Also grundsätzlich, ich mache Musik, seitdem ich denken kann, weil also bei uns stand Flügel im Wohnzimmer. Und das war einfach so ein Ding, dass man halt Klavier gespielt hat. Und mein Urgroßopa ist auch Dirigent gewesen für klassische Musik. Und das heißt, in meiner Familie war es einfach normal, dass man Musik macht, schönerweise. Und ich habe super lang getanzt und alles. Also alles, was irgendwie mit Klang zu tun hat, war meins. Und dann habe ich aber ganz früh gemerkt, dass ich überhaupt nicht gerne nachspiele. Also habe ich sehr früh angefangen, meine Klavierlehrerin Franziska zu nerven, dass ich nicht mehr klassische Werke nachspielen will und lernen will, wie man da irgendwas pedaliert, sondern ich will es selber schreiben. Und dann habe ich sie ganz lange überredet und sie hat mich da super unterstützt. Das heißt, ich habe immer am Klavier komponiert und ich habe immer in Cafés gesessen mit Notizbüchern und geschrieben, einfach damit ich was zu tun habe, so wie die ganzen Hipster in Berlin. Und dann habe ich das irgendwann durch einen Freund, der gesagt hat, ey, verbind das doch mal, habe ich das irgendwie zusammengefügt und gemerkt, wow, das fühlt sich richtig an. Und hier sind Insektenattacke. Überall Insekten. Und dann hat sich das so ergeben und dann hatte ich plötzlich meine Band. Und jetzt sind wir nur auf Tour. Und so geplant war das nicht. Ich habe Lehramt studiert, es war überhaupt nicht geplant. Welche Fächer? Alles, wirklich. Alles? Ich habe in meinem Leben wirklich alles studiert und alles schon gearbeitet. Also ich habe in der Buchhandlung gearbeitet, ich war Pilates-Trainerin. Ich habe wirklich alles schon gearbeitet und ich habe auch alles schon studiert. Übersetzen, Dolmetschen, Englisch, Spanisch, Politikwissenschaften, Musik und Deutsch. Auf Mittelschullehramt und auf Gymnasiallehramt. Krass. Und nichts davon hat mir was gebracht. Naja, wobei aber jetzt bist du hier, also. Ich schreibe manchmal 3 Sätze auf Englisch. Hat es doch was gebracht. Ja. Ich kann Leuten auf TikTok auf Englisch antworten. Okay, aber was deine Musik betrifft, du machst es ja schon super lang, hast du erzählt. Wie hat sich so dein Stil gewandelt im Laufe der Zeit? Sehr stark. Also von Debussy und Chopin hin zu Philipp Poisel. Mhm. Dann wollte ich klingen wie Black Cedar Who, die gerade gespielt haben. Bis vor 1,5 Jahren, was ich immer noch, ist eine meiner Lieblingsbands, deswegen ist es sehr schön, dass sie gerade noch gespielt haben. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich mache sanften Liebespop. Und dann habe ich das Ganze nach Corona live gespielt und gemerkt, mir fehlt da irgendwie was vor der Bühne. Und dadurch habe ich dann immer mehr Bands angeguckt, die ich vor der Bühne mag und was dann auf der Bühne stattfindet. Und dadurch hat sich in den letzten 1,5 Jahren super krass bei mir musikalisch was verändert. Ich habe jetzt halt eine komplette Band und wir schreiben auch zusammen, damit wir das so machen, wie es jetzt eben auch klingt. Und das heißt, ich habe auch viel mehr Möglichkeiten, weil ich halt direkt meinem Drummer sagen kann, ey, es klingt noch nicht geil genug, mach mal was anderes. Und dann macht er was und dann finde ich super. Und so willst du auch bleiben vom Stil, weil ich finde es bei dir halt total geil, du kriegst es ja trotzdem hin, so die Themen, die vielleicht manchmal für manche eher so in so ruhigere Lieder passen, trotzdem in ja so tanzbare, geile Mucke zu bringen. Ist ja gar kein Kriterium, das nicht zu tun. Und willst du so das weiterhin so machen? Also ich finde auf jeden Fall, also ich habe auch sehr lang Politik studiert tatsächlich und ich setze mich schon super lang mit Gesellschaftskritik und allen möglichen Themen in unserer Welt auseinander. Und ich wollte immer, wenn ich ein Sprachrohr bekomme, es irgendwie nutzen zu einem gewissen Grad.
Und das heißt, ich wollte nicht nur über Liebe schreiben. Liebe ist ein super wichtiges Thema, aber es gibt genug Acts, die über Liebe schreiben. Hm. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich mehr andere Dinge aussagen will noch. Und deswegen habe ich gerade zum Beispiel so Wir sind Helden als krasses Vorbild, weil die machen halt, haben halt Gesellschaftskritik gemacht, aber so, dass die Leute nie zu einem Konzert gegangen sind, weil sie was lernen wollten, sondern weil sie eine richtig geile Zeit haben wollten und sind da hingegangen, weil da ein guter Vibe auf der Bühne stattfindet und vor der Bühne die Leute irgendwie den geilsten Abend ihres Lebens haben und trotzdem haben sie sich den ganzen Abend mit Themen beschäftigt, die uns gerade beschäftigen sollten. Und das ist so ein bisschen mein Ziel mit der Musik, die wir gerade machen. Ja, voll nice. Du bist ja auch sehr erfolgreich damit. Du hast vorhin schon angesprochen, du bist die ganze Zeit am Touren. Jetzt gerade auch diesen Sommer. Wie ist das für dich? Was war da so die coolste Erfahrung bei den Festivals jetzt und bei den Auftritten? Also ich habe am Samstag vor Kraftklub in der Wuhlheide gespielt. Und das war die geilste Erfahrung des Jahres. Weil das waren 17.000 Leute mit Moshpit-Erfahrung. Und das macht man bei uns ganz gerne, Moshpits. Also ich finde es geil, wenn das gemacht wird. Ich glaube, die Leute im Publikum finden es hoffentlich auch gut. Sonst würde ich nicht immer sagen, yo Leute, jetzt der nächste Moshpit. Naja, so oder so, das war, glaube ich, die geilste Erfahrung, weil ich diese Band einfach seit Jahren höre und sehr schätze für das, was sie machen und eben auch die Message, die sie irgendwie haben. Mhm. Inklusive Moshpit und Partystimmung, der heftigsten Partystimmung, die wir wahrscheinlich in Deutschland gerade haben, bei einer Band, deutschsprachig. Das war mein schönster Moment des Jahres. Nur mal eine Frage, hast du in der Wuhlheide auch deine Telefonnummer durchgesagt? Nein. Und Leute verkuppelt? Nein. Vorhin hast du deine, war das deine echte Telefonnummer? Ja. Echt? Ja. Also nein und ja. Also, jein. Ich habe, also das ist nicht die Nummer von diesem Telefon. Okay. Es ist die Nummer von dem Telefon, wo mir Leute schreiben können, die die Nummer eben bei Konzerten hören. Ach, witzig. Und ich antworte und ich lese, aber es ist nicht meine Nummer, wo meine Mama mich abends anruft und sagt, gute Nacht. Hast du schon mal jemanden verkuppelt aus der Band? Du hast vorhin gesagt, der ist Single, der Bassist und alle wurden hier ja. gecallt. Dazu werde ich mich nicht äußern. Ah ja. Geil. Und wie fühlt sich das an, wenn so Kraftklub höchstpersönlich einen fragt, hey, hast du Bock, unser Voreck zu sein? Wie ist das abgelaufen? Also der, also vor einem, als die Cargo-Tour war, war ich mal in einem Backstage bei den Jungs. Auf einer Party, weil der Produzent, der unsere Platte macht, Johann Seifert, der hat bei Kraftklub Drums mit aufgenommen, also Schlagzeug. Und darüber kannte man sich halt über eine Ecke und dann haben wir uns da ein bisschen unterhalten. Und das war's erstmal. Und plötzlich, so ein paar Wochen später, hat der Felix in Radio mit K, deren Podcast, hat er plötzlich meinen Song vorgestellt. Und ich dachte mir so, oh, das gefällt mir sehr gut. Weil ich finde ihn einfach toll textlich. Er ist einfach ein cooler Mensch. Und dann aus dem Nichts, ein paar Wochen später, kam einfach eine DM. Und hat mir geschrieben, hey, hast du Bock? 5.8. oder 4.8. Was passt dir besser? Ich sag 5.8. Und innerlich, also ich habe total cool gewirkt. Aber ich habe meinen Jungs tatsächlich in dem Moment, wir sind gerade zu einem Konzert in Berlin zum Hole 44 gefahren. Ich habe nur durchs Auto geschrien, fahrt rechts raus! Und sie sind über den Bordstein, darf man natürlich nicht sagen, vor irgendein Haus gefahren. Und dann mussten alle aussteigen. Und dann habe ich es ihnen erzählt und alle haben geheult. Oh. Weil wir alle seit Jahren sagen, das ist einfach genau unser Publikum irgendwie. Und da wollen wir halt auch irgendwann hin mal mit der Live-Energie. Und jetzt haben wir da gespielt. Ja, geil. Richtig, richtig gut. Bei dir geht es ja auch morgen direkt schon weiter, richtig? Allgemein, du bist gerade viel unterwegs, ihr seid im Bus zusammen, ihr wirkt wie eine richtig lustige, coole Truppe. Erzähl mal, wie ist es mit euch in einem Tourbus zu sitzen? Was hast du, irgendeine Story, die dir gerade einfällt, die für euch einfach voll aussagekräftig ist? Also meine Jungs stehen tatsächlich gerade hinterm Licht. Ich werde jetzt also nicht alle Storys rausholen, weil sie zuhören, aber... Naja, also sagen wir mal so, bei uns läuft sehr viel so, also wir hören sehr viel Musik zusammen. Es ist sehr laut bei uns im Tourbus und dann ist es plötzlich sehr leise, weil alle gleichzeitig ihr Energielevel überschreiten und alle schlafen. Okay. Außer die Person, die fährt. So sehr plötzlich dann quasi. Sehr plötzlich. Und was bei uns gar nicht passieren darf, ist, wenn wir hungrig sind. Deswegen haben wir mittlerweile, wir haben drei Reihen im Auto und in der mittleren Reihe ist immer eine Box mit Snacks. Und die wird immer, wenn wir irgendwo halten oder auf eine Person warten, weil sie mit dem Zug angereist ist, wird die immer aufgefüllt. So Reiswaffeln mit Zartbitterschokolade, Nüsse, ganz viele Nüsse. Das heißt, bei uns wird sehr viel gegessen.
Weil wenn eine Person hungrig wird, dann sind alle plötzlich außer Rand und Band. Das funktioniert so gar nicht. So hangry-mäßig? Ja, alle gleich schlimm. Okay, du hast ja vor kurzem eine EP released, heiß kalt, ne? Wie war denn da so der Entstehungsprozess? Was hast du dir bei dem Titel erstens mal, den Hintergrund würde mich interessieren und auch, was da so für Musik drauf ist? Meine Musik. Das sind 6 Songs aus allen unterschiedlichsten Phasen in meinem Leben. Und heiß-kalt deswegen, weil ich habe versucht, auf der Platte Gesellschaftskritik und relativ viel kühle Themen, also halt ne, Politik und alles, was wir halt eigentlich, was uns eher kalt fühlen lässt, zu verbinden mit dem, was wir live machen, weil das ist das Gegenteil von kalt. Nämlich super krass elektrisierend und super viel Power, die auf der Bühne stattfindet. Und das wollte ich in einer Platte verbinden und deswegen heißt sie heiß-kalt. Und ich finde, das schönste Bild ist eben, was passiert, wenn heiß auf kalt prallt. Okay. Es entsteht Gewitter und genauso fühlt sich das an, finde ich, wenn man die Platte hört. Weil man hat das nicht erwartet, was wir jetzt musikalisch machen, wenn man die erste EP hört und die schlägt plötzlich so ein. Es kommt Trophäe und in dem Moment hat Trophäe hat irgendwie alles verändert. Ja. Und musikalisch ab dem Moment wurde es immer rotziger, immer NDW-iger und ich finde auch die NDW-Zeit verbinde ich einfach mit einem riesigen Gewitter an unterschiedlichsten Themen in einem Song verpackt. Teilweise haben die Textzeilen, so wie bei mir auch im Schreien, gar nichts miteinander zu tun. Mhm. Und so fühlt sich meine Platte an. Gut, ich habe gehört, du hast auch gerade schon so ein bisschen gesagt, Thema Notizen. Wenn du Texte schreibst, dann hörst du manchmal so, was die Leute so erzählen. Aha. Schreibst es dir auf und dann landet es in einem Song, ist das richtig? Ja. Ist es so, dass die Wortfetzen zu dir kommen oder suchst du sie wirklich bewusst? Nee, sie kommen zu mir. Ja? Also, keine Ahnung, kommt immer drauf an. Also, natürlich habe ich irgendwann 6 Fetzen und ich brauche aber 8 und dann überlege ich natürlich irgendwie, wo soll das hingehen und was fehlt mir noch. Aber die meiste Zeit sitze ich einfach mit Menschen zusammen und mittlerweile meine Band, ich sagte mal irgendwas und dann sage ich, ey, stopp, schreib mir das. Und dann schreiben sie mir das wirklich auf WhatsApp und dann kopiere ich das in meine Notizen rein. Weil die Menschen einfach den ganzen Tag, ohne drüber nachzudenken, und oft, wenn man nicht drüber nachdenkt, die klügsten Sachen sagen und die lustigsten Sachen. Weil wenn man dann da sitzt und fängt an zu überlegen, okay, was will ich jetzt aussagen und all das, dann wirkt es oft nicht mehr authentisch. Mhm. Und dann fange ich an, super melancholisch zu schreiben, wenn ich mir zu lange Gedanken mache. Und ich wollte weg von nur melancholischen Aussagen, beziehungsweise ich wollte sie anders verpacken und deswegen nehme ich mittlerweile eher Fetzen, die im Moment passieren. Hast du ein Beispiel aus einem Song, wo sowas passiert ist, wo du was genommen hast aus den Notizen, die du aufgeschnappt hast? Ja, bei Schreien. Geil. Eigentlich alle Lines, die bei Schreien drin sind, Krass. Aber eine hat den ganzen Song überhaupt, deswegen gibt es ihn. Und das ist, haben sie ein bisschen Kleingeld für einen 6er-Träger Pepsi Light. Geil. Weil, hat wer gesagt? Weil meine Jungs in der U-Bahn saßen, nach einer Session und da ist eine Person durchgelaufen, immer 5 Meter und hat gar nicht nach Geld gefragt, sondern sie wollte einfach den Satz sagen. Hat immer gesagt, haben Sie ein bisschen Kleingeld für einen 6er-Träger Pepsi Light? Und dann ist die Person, hat nicht gewartet und ist einfach weitergelaufen. Und das fanden wir irgendwie so, ich weiß nicht, das war irgendwie so ein absurder Satz. So detailreich nach etwas zu fragen, nach Pepsi und dann auch noch Light. Das hat irgendwie, ist einfach hängen geblieben. Also ich habe schon, also natürlich hört man oft Leute, die halt nach Kleingeld fragen, aber ein bisschen Kleingeld für einen 6er-Träger, auch dieses Wort, 6er-Träger, Pepsi, Light, weil einfach, das ist genau das, was passiert, wenn man Menschen zuhört und Kopfhörer auszieht. Wir haben uns überlegt, wir haben mal in unserer Crew mal so ein bisschen rumgefragt, ob wir auch mal Notizen kriegen können von Leuten aus dem Handy. Die auch sehr verwirrt sind. Genau, die sind super verwirrt. Nicht erschrecken. Ich würde dich bitten, die dir mal durchzulesen oder mal auch laut vorzulesen und mal zu sagen, ob die so Potenzial hätten bei dir, dass man daraus was macht. Ob du da was. Gerne auch vorlesen. Ich bin in irgendeiner WG am Brandenburger Tor. Alle haben ihre Schuhe verloren. Aber es ist mir auch schon oft passiert, also ohne Witz. Aber am Brandenburger Tor, eine WG? Nein, das nicht, aber dass wir den Schuhen verlieren. Ja. Ja. Weil man jedes Mal auf einer WG-Party ankommt und man ist höflich und zieht die Schuhe aus, aber am Ende des Abends, nach 5 Bier, sind sie nicht mehr da, wo sie waren. Und dann fragt man, ob es einen Hund gibt, es gibt aber keinen Hund. Ja. Also sind die einfach weg. Voll. Man sieht auch erstaunlich oft irgendwie aber so einen sowas, Schuh in der Stadt, oder? Aber sowas, kann ich die mitnehmen später? Sicher. Die baue ich auf jeden Fall in Songs ein. Hast noch einen, hast noch 2 weitere? Warte, ich reich dir das mal. Magst du mal runterziehen? Ja.
Also das schon mal gekauft, würde ich sagen. Fische schwimmen, Vögel fliegen, Katzen schweben. Katzen schweben. Katzen schweben. Ich bin einfach ein Hundemensch. Ei, okay. Oh, okay. Dann nimm die nächste. Kann ich nichts mehr anfangen. Dann nächste. Katzen sind süß, ja. Aber ich habe immer das Gefühl, Katzen fallen. Mm, also okay. Auf mich drauf und es tut immer weh. Schnupfen, Schlager, Speien, Ballern, Brechen, Beachball. Was hat die Person am 22.07.2019 gemacht? 2017. Das fragen wir uns alle. Erst Schnupfen, dann Schlager, dann Speien. Okay, die Kombination kann ich noch nachvollziehen. Ja. Aber dann Ballern, was auch immer das bedeutet, Brechen und Beachparty. Klingt nach einem heftigen Tag. Also ich hoffe, dir geht's gut. Wir sind leider am Ende. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich hätte wirklich gerne mit dir länger gesprochen. Es war ganz schön, dass du bei uns warst. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.